Was passiert mit dem DJ Talk weiterhin? Also DJ Talk heißt ab heute nicht mehr DJ Talk, sondern DJ Allianz. Allianz, warum? Weil Allianz natürlich der Begriff eines Zusammenschlusses ist, eines Verbundes ist, eines Verbandes ist, einer Gruppe ist, die gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele hat. Das ist das, wo wir mit dem DJ Talk in Zukunft weiter hinwollen. Ja, wir haben hier eine riesige Community mit knapp 22.000 Abonnenten inzwischen auf YouTube. Und mit dieser Masse an Menschen hat man natürlich auch eine gewisse Gewichtung. Man geht davon aus, dass man in Deutschland so ungefähr 40.000, 50.000 DJs hat. Und 22.000 Abonnenten haben wir hier auf dem YouTube-Kanal. Das muss man sich mal überlegen. Das ist ja schon fast die Hälfte der Leute, die als DJ überhaupt tätig sind. Und mit dieser Masse, mit dieser Gemeinschaft, die wir hier haben, wollen wir natürlich viele Dinge erreichen. Zum einen Weiterbildung im Bereich Sicherheit und Technik, aber auch in den Bereichen Business. Also wir wollen einfach hier eine Plattform werden, eine Plattform gründen, in der es darum geht, Wissen weiterzugeben, Wissen zu sharen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir natürlich jemanden brauchen, der die Stimme für uns erhebt, gegenüber von Politik, Wirtschaft, ein Bindeglied ist. Und das ist das, was wir mit der DJ Allianz in Zukunft auch jung und dynamisch umsetzen wollen, in einer coolen Gruppe mit vielen Mitgliedern. Eine weitere Sache, die wir umsetzen werden, ab dem 1.6. DJ-Treffen geben wird. Und zwar in jedem Bundesland, direkt in den ersten Wochen und Monaten nach unserer offiziellen Gründung, wird es in ganz Deutschland also DJ-Treffen vor Ort geben, bei denen du als DJ vor Ort eben auch dabei sein kannst und ja, dich einmal mit den Leuten vor Ort connecten kannst. Es geht viel darum, zu netzwerken, aber natürlich auch Mehrwerte mitnimmst, neue Geräte ausprobieren kannst, direkt mit Herstellern in Kontakt treten kannst und so weiter. Der DJ Talk ist auch in der Vergangenheit schon eine Plattform gewesen, gerade hier auf YouTube, wo wir natürlich viele Reviews produziert haben, um euch Geräte näher zu bringen. Und wir haben dadurch natürlich auch einen sehr, sehr engen Kontakt zu vielen Firmen, sei es jetzt Steinige Showtechnik mit Eurolight und Co. oder Chevet DJ. Diese Zusammenarbeit in Zukunft noch weiter ausbauen. Und das Coole daran ist, dass wir diesen direkten Draht zu den Firmen haben. Das heißt, wenn ihr Probleme habt oder ihr Ideen habt, auch für die Firmenideen habt, dann wissen wir, welche Firmen da auch offen und bereit dafür sind, solche Ideen umzusetzen und können diese Ideen direkt an die Firmen weitergeben, sodass eben am Ende für uns alle auch bessere Produkte entstehen. Das sind also so diese Kernthemen, die Kernaufgaben, die wir haben. Und dann ist es natürlich so, dass man als so große Gruppe auch jede Menge Benefits erhält. Ja, man hat vielleicht auch diverse Vergünstigungen und so. Da gehen wir jetzt noch nicht ins Detail rein, weil es einfach auch noch ein bisschen Zeit bedarf. Aber es ist so, dass wir halt eine große Community sind, einen großen Zusammenschluss sind. Ich würde behaupten, einer der größten Zusammenschlüsse in Deutschland überhaupt und das schon heute. Damit hat man natürlich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und diese wollen wir in Zukunft eben auch nutzen. Man kann selbst als DJ Teil von der DJ Allianz werden. Ab 1.6. allerdings erst werden wir da die Tore dafür öffnen. Es wird so sein, dass es eine Mitgliedschaft gibt, bei der man eben auch durch seinen Mitgliedsbeitrag dann das Große und Ganze unterstützt. Wir werden unter anderem halt auch an Messen teilnehmen. Wir werden auch dort für Mehrwerte sorgen, also Workshops und so weiter direkt auf Messen anbieten. Es wird sicherlich auch da Benefits für die Mitglieder geben und es wird einen extra Mitgliedsbereich nur für die Mitglieder geben. Der entsteht auch gerade schon im Hintergrund, bei dem du unter anderem auch Videokurse gratis bekommst zu diversen DJ-Controllern, über Business-Themen, über Sicherheitsthemen und so weiter. Und da arbeiten wir auch eng mit Verbänden, mit der DGUV und so weiter zusammen, um auch die ganzen Informationen aus erster Hand zu bekommen. Auch das Thema Nachwuchsförderung ist natürlich sehr, sehr wichtig und auch ein Thema, was wir mit der DJ Allianz angehen wollen und werden. Das ist natürlich so eine Sache. Zum einen gibt es ja jede Menge DJ-Schulen und da wollen wir natürlich auch Synergien schaffen und gemeinsam mit DJ-Schulen daran arbeiten, dass eben auch junge Leute die Möglichkeit haben, ja, die Tätigkeit als DJ zu erlernen. Vor allem aber auch Kinder und Jugendliche, die vielleicht nicht die Mittel und die Kapazitäten dazu haben, auch finanzieller Natur, sich sowas zu leisten, dass es auch da Möglichkeiten gibt, solche Kinder dahingehend zu unterstützen, dass sie eben in den Genuss des Auflegens halt trotzdem auch kommen und da was lernen. Das ist eine Sache, die uns besonders am Herzen liegt und wo wir uns auf jeden Fall auch dafür einsetzen wollen.